Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Gebauer und heute ja, bin ich hier mit dem Mäus. Wir sprechen über Parfums. Ich zeig dir ein paar Sachen, ja, die du so noch nie gerochen hast. Und es ist also Moment, du willst mir ein paar Sachen zeigen, die ich noch nie so gerochen habe. Tatsache. Interessant. Ja, und wir besprechen ein paar tolle Düfte. Ich möchte mich vorab entschuldigen für meine Taubsee-Frisur. So, ich wollte nicht, dass mein Friseur das so Geld hier. Ich kann nicht, also kennst du noch von Street Fighter? Da gab es jemanden aus dem Militär. Ja, mit langen Haaren, ja, diese Dings, ja. Pinselkopf. Ja, so ein bisschen so den Vibe. Ich könnte auf jeden Fall die Hände hier anstreichen. So. Okay, wir fangen an mit dem ersten Duft und zwar habe ich hier Zefiro von Xerchoff. Ja, das ist eine italienische Marke, ein Luxushaus. Ich liebe diese Marke, kenne sie so seit circa 15 Jahren und hier ist... Du kennst diese Duftmarke seit 15 Jahren. Mhm. Wie alt bist du jetzt? 33 werde ich jetzt. Warte mal, du hast dich also seitdem du 18 bist so heftig wie Parfums. Ja. Heftig. Ja, hätte ich nichts mit Uhren gemacht. Wärst du Parfümerie? Wäre ich da, ja. Wie nennt man das überhaupt? Ja, also hier haben wir zum Beispiel drin das dominanteste Honey of the Gods, ja. Und der Herbert Stricker, derjenige, der die Parfums vertreibt, hat zu mir gesagt, dass das vielleicht ein Duft wäre, den er sich vorstellen könnte für einen Moscheebesuch. Das war in einem Livestream, hat er das mal gesagt. Und meine Frage ist, wie du den Duft so wahrnimmst. Ne, jeder hat ja so andere Geschmäcker. Das sind übrigens nur Herrendüfte heute. Sind tatsächlich nur Herrendüfte. Aber kann man auch Unisex sagen. Das habe ich mich immer gefragt. Riecht man das zwischen Herren- und Damendüften wirklich so krass? Also wenn man jetzt von dem normalen Parfümer weggeht, im oberen Bereich gibt es sowas eigentlich nicht. Ne? Das können beide tragen. So. Okay. Also der riecht mir so jungfräulich. Mm. So. Ist ein sehr sauberer Duft. Wir haben hier Bergamotte. Alle so in den Kommentaren, wie riecht eine Jungfrau? Auf jeden Fall schwierig zu sagen. Riech an dir, Bruder. Ja, das ist der erste Duft. Wen würdest du dem empfehlen? Also wer sollte sowas tragen? Eine Jungfrau. Nein, ja? Spaß. Ich weiß nicht, da ist so, man riecht jetzt zum Beispiel schon nicht mehr so viel von dem. Das heißt, ich glaube nicht, dass es so ein Parfüm ist, das so 10 Stunden lang haftet oder so. So nach Duschen, damit man sich ein bisschen sauber fühlt oder so auf der Couch, würde ich das so. Ja, fände ich auch. Das wäre, glaube ich, der richtige Einsatzbereich. Ist auf jeden Fall auch Eau de Parfum. Was kostet der Spaß? Ich muss nachschauen, ich glaube so 290 Euro oder so, 200 Euro, irgendwie sowas in dem Preislevel. Okay. Ist auf jeden Fall schon was Exklusives und kennt man auch so vom Duft. Hast du so ganz teure Parfüme auch da? Ja, habe ich auch, glaube ich, dabei. Habe ich auch dabei. Von daher, ja, das war der erste C4 von Xerchoff. Wir machen jetzt weiter mit einem etwas brutaleren Duft. Und zwar ist das Rudis von Nobile und es heißt übersetzt das Holzschwert. Okay? Oh. Darum hat er auch da oben die Kappe. Und die Geschichte geht ungefähr so, dass der Duft inspiriert ist von den Gladiatoren. Denn die haben damals trainiert mit einem Holzschwert. Und ich kenne wortwörtlich keinen brutaleren Duft, also im Bereich von holzigen Noten. Ne? Also Bruder, ist das absichtlich gemacht hier? Das ist so... Vintage, ja. Voll krass, Alter. Ja. Also das ist sehr beeindruckend. Ja, insgesamt die ganze Aufmachung hier von der Kappe und so, haben die sich schon sehr viel Mühe gegeben. Wir haben hier extrahiertes Eau de Parfum und jetzt auf jeden Fall ist es wie ein Truck, der dich überfährt. Glaub mir, das ist ein Duft, der sehr anstrengend ist, wenn man ihn nicht mag. Ich nehme ihn zum Beispiel gar nicht mehr wahr nach einer gewissen Zeit. Aber ich zum Beispiel feiere den sehr. Der zum Beispiel, kannst dir sicher sein, dass er 12 Stunden draufbleiben wird. Boah, ich weiß gar nicht, an was es mich erinnert, Digga. Ich kann dir mal die Noten vorlesen. Wir haben hier Bergamotte, trockene Früchte, Rose, Geranium, Zedernholz. Ja, das meinte ich. Leder, Patchouli, Vetiver und ja. Boah, weißt du, woran mich das erinnert? Das ist jetzt ein bisschen deep, aber wo das alles verbrannt ist und so weiter, wo das Zimmer verbrannt ist und danach, als alles fertig war, am nächsten Tag hat es genauso gerochen. Das ist sehr Rauch und ja. Also da muss man klar, ganz klar sagen, ist auf jeden Fall ein männlicher Duft. Ja, das ist sehr aggressiv. Das ist so einer, wenn du den Duft anhast und du fortgegangen bist und jemand klärst, sie weiß ganz genau, das ist nur eine Nacht-Ding. Ach so, ist, ja echt? So, würdest du das sein? Das ist genau so einer, Bruder. Echt? Nein, das ist... Bruder, guck allein diese Dings hier. Weißt du, ich mein? Bruder. Der kommt nicht wieder, oder was? Nein, der kommt nicht wieder, Bruder. Der geht sehr hart drauf. Weißt du, ich mein? Und kommt nicht wieder. Aber er hinterlässt Spuren für sehr lange Zeit. Das heißt, er hat sich verliebt, Bruder. Das ist auf jeden Fall die heftigste Duftbeschreibung, die ich jemals... Schwierig. Also, ich sag mal so, Nobile, ihr solltet das vielleicht abdrucken. Also die Duftbeschreibung, ne? Niederschreiben. Das ja, auf jeden genau. Fall. Also, wenn ihr den Werbespot verwenden wollt, so ab 19 Uhr bin ich am Start. Ja.
Ne, sehr interessanter Duft. Ist natürlich, würde ich sagen, eher was für abends vielleicht so. Also ich finde das irgendwie, aber irgendwie hat das irgendwas. Ich habe ihn extra mitgenommen von zu Hause, weil ich dachte, der passt vielleicht zu dir. Doch, der hat irgendwie was. Also das hat so was wie, wenn jemand dann sagt, so okay, so ich kenne diesen Duft von irgendwem, so es passt zu irgendeinem Charakter. Aber so. Den findest du nirgendwo. Also nee, niemand hat. Ja, genau. Ja, das aber ist schon krass. Ich habe den extra mitgenommen, weil ich mir schon dachte, dass der dir vielleicht gefällt. Was kostet der Spaß? Also auch so 200 noch was Euro. Okay. Und wir machen direkt mit Power weiter. Mein Lieblingsduft im Winter, auch wieder von Xerchoff. Wir haben hier Luxor, auch ein Powerhouse. Und jetzt bin ich gespannt. Eigentlich solltest du das direkt riechen, was da drin ist. Das riecht nach Marc Gebauer. Nein, den habe ich auch gleich. Den habe ich auch gleich. Aber es gibt den Marc Gebauer Duft. Du meinst von 3Hs den, ne? Ja, genau. Ja, den habe ich heute auch dabei. Okay. Aber der, magst du den nicht? Doch, der ist gut. Lass mal das riechen. Oh, das riecht so nach Seife. Weihrauch. Ja, Weihrauch aus der Kirche. Das, Oh, da war ich noch nicht drüber. Ja, okay. Leider. Na, weißt du noch, wonach das auch riecht? So nach Büchern. Ja, ist so ein älterer. Aber das hat irgendwas Unangenehmes in sich. Für dich, ja? Ja, also irgendwie so. Also ich finde, der Nachgeschmack ist unangenehm. So, du riechst, das erste ist okay und der Nachgeschmack ist ein bisschen unangenehm hier hinten, hinter den Augen. Ja, das ist auf jeden Fall dieser Duft. Luxor würde ich jetzt eher einem älteren Mann empfehlen. Ja, tatsächlich. Doch, das ist so. Über 30. Genau. Genau das wollte ich sagen. Jetzt, das riecht nach einem Opa. Das wollte ich Vielleicht sagen. Übertreibst du nicht ganz, ne? Also, doch, das riecht nach einem Senioren. Hast du gesagt, das ist dein Lieblingsduft? Ich habe deinen Lieblingsduft im Winter. Wir machen weiter mit dem nächsten Duft und wir haben hier tatsächlich jetzt mal eine ganz andere Note, die wir einschlagen. Schöne Flasche übrigens. Ne? Genau, das wollte ich jetzt noch sagen. Wir haben jetzt von meinem Freund Ali Al-Nasabi und der hat diesen Duft hier gemacht. Den habe ich übrigens noch keinem gezeigt, mit keinem besprochen. Der heißt Gala. Das ist das. Der hat das alles so nach bestimmten Formen und Stufen der Liebe benannt und Gala ist so die höchste Form der Liebe und hier haben wir eine einzigartige Kombination aus türkischer Rose mit Oud. Das ist eine sehr einzigartige Kombination. Das ist auch mit der stärkste Duftölanteil. Man sieht auch, dass es sehr ölig ist, wenn man hier drauf spritzt. Ja, genau. Du hast hier, glaube ich, 25% Duftölanteil. Ist auch, glaube ich, mit das teuerste, knapp 400 Euro. Du hast als erstes einen sehr soften Einstieg, aber hinten raus kommt das Oud dann. Also das ist eher so ein Alltagsduft, wenn man, okay, doch, da hinten brennt es jetzt. Mhm. Okay, also ich muss ehrlich sagen, ich finde den Duft schwierig einzusetzen. Doch, der ist schwierig, ja. Weil du musst halt, sag ich mal, das ist schon ein sehr eleganter Duft. Der kommt soft und dann macht er dieses Nachgeschmack. Ja, genau. Also das ist das Oud. Also hierfür, das ist halt schon ein Profi-Duft, wenn man jetzt im Duftgame irgendwie drin ist. Ich finde die Flasche krass. Ich weiß nicht, ob das haram ist, dass sie einfach nur die Düfte nach ihren Flaschen beurteilen. Nee, viele machen das. Ja. Also er kommt halt aus Abu Dhabi und ist am Meer geboren und aufgewachsen. Darum hat er diese hier. Und wieso hat er diesen Stempel von Königsfamilie? Das ist sein Ding. Also das ist das, was er gemacht hat. Sieht schon nice aus. Also die Flasche ist schön. Also ich glaube... Das, was du hinten raus meinst, am Anfang Rose und hinten raus, das ist das Oud. Das ist das Oud, okay, das mag ich nicht so. Ja, das ist auch zu stark irgendwie, das tut so in Nasenlöchern weh. Ja. Der ist schon sehr, sehr das stark. Das ist so eine, wenn du den drauf hast und mit einer Frau ausgehst, sie weiß ganz genau, du bist am Anfang nett, aber du hast einen sehr eigenen Charakter. Der könnte schwierig werden. Also ich glaube, du könntest auch Parfum so, das wäre auch dein Ding, ne? Also das Ding ist, scheiß jetzt auf Parfum, aber je nachdem, das ist ja auch so eine Art Psychologie, wer was verwendet, weiß ich nicht. Das ist wohl wahr. Und jetzt bin ich gespannt, was du zu dem Duft sagst und zu der Psychologie. Du bist jetzt derjenige, ich habe den Duft vorgestern bekommen, die vierte Korrekturstufe von Air Tiger, meinem Duft. Und das wird jetzt höchstwahrscheinlich die fertige krass, Form. Heftige Flasche. Nein, das nur von dem Abfüller. Also, wenn du jetzt am Anfang riechst, wirst du sagen. Du solltest einfach gar nichts dazu sagen. Okay. Gar nichts sagen, einfach riechen lassen. Einfach riechen lassen. Das ist der originale Marc Gebauer Duft. Ja! 1:1. Dieses bisschen Pfeffermäßige ist hier auch drin. Das ist schon brachial, ne? Also schon. Und das ist sehr präsent. Ja. Ja, aber das ist noch immer nicht unangenehm. Das findest du nicht unangenehm? Nee. Aber würdest du den tragen vielleicht? Wenn ich dir den gebe, trägst du den, oder? Doch, ich würde den schon tragen. Ja? Also das ist jetzt nicht ein unangenehmer Duft. Der ist schon präsent. Ja. Man weiß, du hast Duft an. Das sagt dann aus, okay, der Typ will, dass man weiß, dass er auf Dings genau, achtet. Genau, dass er auf Düfte achtet. Aber das ist nicht so, ich will unbedingt abfacken wie dieser andere. So, der andere ist so einer, ja, ich bin hier, ich bin hier. Was ich meine, so. Aber das ist so einer, wenn man sich so denkt, wenn man so sitzt, so,
Ja, okay, gut, der Duft, dann so einer ist das. Ja, okay. Würdest du ihn im Alltag tragen? Ja, doch, doch. Also auf jeden Fall, das ist der beste Parfüm. Nein, übertreib doch nicht, übertreib doch nicht. Ja, aber ich bin nein, also ich schwöre, ich sage dir ehrlich so, von Duftnoten her, die ich gerochen habe, ist das so das Zwischending zwischen allem. Ja. Also wenn wir das aggressivste, dieses Goldene nehmen und das Softeste, das wir am Anfang hatten, nehmen, ja, so ist das so Zwischending zwischen denen, würde ich sagen. Und dann gehen wir jetzt über zum letzten Duft und den habe ich tatsächlich heute auch das erste Mal geöffnet und zwar Birrito Fiorentino von Tiziana Terenzi. Ah, ich kenne den, mein Cousin macht den. Ist irgendwie eine schöne Flasche so, ne? Flasche ist wild, ja. Aber das sieht für mich immer irgendwie sehr abergläubisch aus. Als ob der Typ, der das gemacht hat, so an Karten und so glaubt. Ich habe keine Ahnung, was das also da sein soll. Also allein die Flasche sagt aus, dass das irgend so cringe Person gemacht haben muss. Und muss ich sagen, einzigartiger Duft. Riecht, haben wir so noch nicht probiert? Boah. Ist nicht schlecht, aber sehr süß. Viele Leute mögen das. Ja. Viele Leute, die so mögen so diese süße Düfte, aber du bist auch kein Freund davon. Nee, und da ist so, man riecht so nicht Alkohol, aber irgendwie so dieses, so als ob du Wodkaflasche aufgemacht hast, Nachgeruch, weißt du? Du hast vollkommen recht. Darauf bin ich gar nicht gekommen. Aber erst danach. Boah, wenn du, atme mal ganz tief ein. Warte. Doch, das hat diesen Alkohol-Ding. Ja, ne? Aber das ist jetzt nicht unangenehm. Nee, es geht halt in eine ganz andere Richtung. Ist auf jeden Fall einer der süßesten Düfte. Das ist so einer, Bruder, den würde jemand so tragen. So clubmäßig, ne? Eher so ein Hipster. So. Ah, okay. Weißt du, wer den tragen würde? Jemand, der 2021 noch immer das so trägt. Wie nennt man das? Hosenbund? Hosenträger. Hosenträger, so eine Brille, weiße Brille. Aber der ist nicht verkehrt. Nee, aber ist kein dieses. Du hast sogar zum Reisen, habe ich gerade gesehen, guck mal, du hast sogar zum Reisen, damit du nicht das große Ding. Hätte da mitgedacht. Und das ist zum Beispiel Liebe zum Detail. Und wenn das Date schief geht, hast du hier. Das hat schon ein Gewicht, Bruder, auf Kopf. Ist schwierig, Tiziana, ne? Tiziana Terenzi. Jeden Mann. Ja, das muss ich sagen, war jetzt so der letzte Duft. Was für. Das deshalb, das Alkohol kitzelt um. Ich habe voll empfindliche Nase. Ah, okay. Ich habe so eine Nase, Alter. Das Format ja perfekt für dich, ne? Ja. Was würdest du sagen, war der beste Duft? Oder warte, das hier war, glaube ich, dein Favorite. Holzschwert. Holzschwert, ja. Riech das mal war jetzt. Mein Ding. Riech mal jetzt. Doch, Holzschwert ist das Ding, Bruder. Ja? Holzschwert, ja. Weil der ist männlich. Das ist dunkle Früchte und am Ende, man riecht jetzt wirklich so Himbeere und sowas alles raus. Ne? Also das ist auch nicht zu präsent, man muss schon da hinriechen, um das rauszuriechen. Ja. Aber das ist trotzdem so passiv da. Ja, cool. Ja. Mir hat es auf jeden Fall mal Spaß gemacht, jemanden, das ist ja auch eine Geschmackssache, von daher ist es spannend halt zu wissen. Also nur zu meiner Verteidigung, ich kenne mich gar nicht mit Düften und so aus. Ja. Also gar nicht. Ich dusche halt am Tag zweimal und deshalb rieche ich einigermaßen okay. Cool. Aber sonst... Da habe ich immer diesen Deo von Axel. Okay. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Schaut gerne bei ihm vorbei. Alles ist in der Beschreibung verlinkt. Marc Jihadbau für mehr Brunnen in Senegal. Ach so, ja. Da müssen wir auch sowieso noch drüber sprechen. Ja. Und von daher, ja, ich freue mich auf das nächste Video, vielleicht mit dir. Und dann sagen wir auf Wiedersehen. Ciao.